Was geht ab, Freunde der Sonne? Hier ist wieder Turbo Torben und ich habe gerade eben eure Kommentare durchgelesen und ich wollte mich erstmal bedanken bei allen Leuten, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ich habe ja gesagt, ihr sollt mal schätzen, wie alt ich geworden bin. Irgendwo stand da 28, aber 28 ist es nicht. 27 ganz knapp dabei, ganz knapp vorbei, das wollte ich sagen. 27 bin ich geworden. Aber obwohl, da muss ich kurz was zu sagen, ja, letztes Jahr an Silvester wollte ich eine Flasche vom Besten kaufen, ja, und da wurde ich nach meinem Ausweis gefragt an der Kasse, dann dachte ich auch so, hä, was geht denn jetzt ab hier, sehe ich aus wie 18 oder was, aber ja, okay, gut, dann die Frau damals vor einem Jahr hat mich anscheinend als unter 18 geschätzt, ihr schätzt mich auf 28, aber okay, 27 ist es. Ja, das wollte ich nur kurz noch als kleine Story anmerken. Hier mal sehen, was dieses Jahr Silvester passiert. Vielleicht werde ich ja wieder nach dem Ausweis gefragt, wenn ich mir ein bisschen Hartgas besorge. Also an Silvester darf das ja auch mal sein. Naja, okay. Auf jeden Fall, ich habe eben gerade in den Kommentaren gelesen, irgendein Robin oder Robin RS hat geschrieben, er würde äußerst gerne mal sehen, wie es aussieht, wenn ich gegen eine Melone trete. Er meinte, das wäre voll cool, wenn ich mal gegen eine Melone trete. Und ey, ich finde es auch voll cool. Ich wollte das schon immer mal machen. Bin aber leider noch nie dazu gekommen. Und ja, darum werde ich in diesem Adventskalender-Türchen, ich werde gleich alles hier in Bewegung setzen und mir eine Melone organisieren. Ich hoffe, ich bekomme eine. Weil guckt euch mal das Wetter an hier. Wir haben Schnee und Eis draußen. Es wird auch schon fast dunkel. Also, wir müssen das auf jeden Fall draußen machen, darum hoffe ich, dass Herr Makura jetzt hier ganz schnell herkommt. Denn ich glaube, in einer Stunde wird es dunkel und dass wir das noch ganz schnell gebacken kriegen, dass ich irgendwie eine Melone zertrete. Also seid gespannt. So, was geht, Leute? Ich bin jetzt hier im Auto mit Tesso Makura ist am Start. Und eine Wassermelone haben wir leider nicht gefunden, aber ich habe auch nur gesagt, eine Melone. Wir haben eine Galia-Melone. Wie heißt das? Galia-Melone, irgendwie sowas. Haben wir gekauft hier, aber ich muss dazu sagen, die ist steinhart, ja, die ist richtig steinhart, also es wird echt eine Herausforderung. Und sollte das hier gar nicht funktionieren, haben wir noch alternativ eine Ananas mitgenommen. Und dann sind wir jetzt gerade hier auf dem Weg zur Halle und es ist mal wieder bestes vorbildliches Hamburger Winterwetter. Und dann werden wir mal schauen, ob ich diese Melone da zerstört kriege, also bleibt gespannt. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in der Halle und jetzt auf dem Parkplatz werde ich jetzt meinen ersten Melonenbruchtest vollziehen. Leider mit keiner Wassermelone, sondern mit dieser Gaia-Melone für 2,99 €. Ja, und jetzt werde ich hier Makuras Auto mal ein bisschen misshandeln als Stativ. Ich glaube, so passt es. Okay, also ich werde einfach durchziehen. Ich habe mich jetzt auch nicht warm gemacht oder so. Und wir sehen einfach mal, was passiert. Bereit, wenn du es bist. Husch! Okay, ist wirklich nicht viel passiert. Okay, das ist richtig scheiße jetzt. Also in dieser Melone ist überhaupt nichts passiert. Ich will es, glaube ich, nochmal probieren. Also diese Melone ist echt steinhart. Da passiert wirklich gar nichts. So, hier, aber man sieht, da ist so ein kleiner Fußabdruck von mir. Also hier wird es langsam weich. Die Schale ist richtig hart, ne? Aber die platzt einfach nicht. Okay, vielleicht beim dritten Versuch. Dritter Versuch. Yes! Oh, ist das eine harte Melone gewesen. Aber jetzt müssen wir uns mal einmal die Bruchstücke hier angucken. An den anderen komme ich nicht ran. Also so sieht diese Melone von innen aus. Ich glaube wirklich, mit einer Wassermelone wäre es viel einfacher gewesen. Es hat auch gut gezwiebelt am Fuß. Die war wirklich steinhart. Vielleicht war sie auch noch nicht ganz reif. Ja, aber das war der Melonenbruchtest. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Haut rein, Leute!